Sie sind hier, 23. Dezember 2018, 8.36 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Adonis Stevenson ging im Dezember K.O. Urheberrecht Getty Images. Gute Nachrichten von Adonis Stevenson. Der frühere Weltmeister ist aus dem Koma erwacht, nachdem er im Dezember beim Boxkampf K.O. gegangen ist. Der frühere kanadische Profi-Boxweltmeister Adonis Stevenson, der in einem Titelkampf Anfang Dezember schwer zu Boden gegangen war, ist aus dem Koma erwacht. Das gab seine Freundin Simone Gott am Samstag über die sozialen Netzwerke bekannt. Seine Verletzungen heilen in der privaten Umgebung seiner Familie und seiner engagierten Ärzte, schrieb Gott. Stevenson, 41, hatte seinen WBC-Titel im Halbschwergewicht gegen den Ukrainer Alexander Gwodik durch Knockout in der 11. Runde verloren. Stevenson war seit 2013 Champion des World Boxing Council und hatte seinen Titel 9-mal erfolgreich verteidigt. Von seinen 32 Profikämpfen gewann er 29, 24 davon vorzeitig. Daneben stehen 2 Niederlagen sowie ein Remis. Von Sportinformationsdienst.